بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده لا فلا مضل له ومن يرلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا Sallallahu alayhi wasallam, abduhu wa, Amma ba'd, alaykum wa, wa Lass dich nicht durch den Neid und den Kleingeist der anderen vom Guten abhalten. Wenn man etwas Neues startet oder wenn man etwas Gutes macht, wird es immer Neider geben. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die das schlecht reden, was du gerade machen möchtest. Egal, ob sie in der Familie sind oder ob sie auch außerhalb der Familie sind. Es wird immer Leute geben, die dir das nicht zutrauen, was du machen möchtest, oder die einfach nur neidisch sind, weil sie selbst nicht das erreichen können, was sie eigentlich erreichen möchten und was du vielleicht erreicht hast. Ein sehr schöner Satz, der das sehr klar macht, ist der Satz Je heller man scheint, desto mehr Schatten wirft man. Je heller man scheint, desto mehr Schatten wirft man. Das ist ein sehr wahrer Satz. Denn Einige Leute fühlen sich vielleicht minderwertig, wenn man etwas erreicht, was sie vielleicht nicht erreichen konnten. Einige Menschen fühlen sich vielleicht übergangen, wenn man etwas erreicht, was sie nicht erreichen konnten. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns davon abhalten lassen sollten, weil sie irgendwelchen Neid haben oder weil sie irgendwelche Emotionen haben darüber, dass sie selbst versagt haben. Der zweite Aspekt dieses Satzes, der auch sehr wahr ist, ist, je heller man scheint, desto heller scheint man auch auf andere. Die einen, das sind diejenigen, die im Schatten stehen, die neidisch sind, das sind die Kleingeister. Und dann gibt es die anderen, die sich von dem Erfolg einer Person inspirieren lassen die sich mit auf den Weg begeben, etwas Großes zu erreichen. Und das Wunderbare ist, dass die Person, die scheint, die kann noch viel mehr erreichen, wenn es Leute gibt, auf die sie scheinen kann. Da gibt es nämlich ein Team. Da gibt es ein Team, die gemeinsam für dasselbe arbeiten, die gemeinsam nach demselben streben. Die gemeinsam versuchen, etwas zu erreichen. Lasst mich euch ein Beispiel aus der Sunna geben. Der Prophet Muhammad a.s. war das hellste Licht, das geschienen hat. Das hellste Licht, das überhaupt scheinen konnte. Und dementsprechend hat er viele Schatten geworfen. Es gab die Quraysh, die Ungläubigen. Dort gab es einige Machthaber, die gerade nicht damit einverstanden waren, was er getan hat. Ganz vorne an, Abu Lahab. Das war ein Schatten, der geworfen wurde wegen des Lichts des Propheten Muhammad. Und andere haben dieses Licht angenommen und haben dann selbst geschienen. Sie haben dieses Feuer, diese Energie, dieses... Gute angenommen und haben das dann selbst weitergetragen. Und davon gibt es sehr viele Beispiele. Khadija, Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, Fatima, Aisha, Hamza und viele, viele mehr. Die haben dieses Licht angenommen und haben es weitergetragen. Und genau so ist es heutzutage auch. Einige Gelehrte sind sehr aktiv in der Dauer und viele sind neidisch auf sie. Viele wollen das Werk zerstören, das diese Gelehrten aufgebaut haben. Aber es gibt auch umso mehr Leute, die dieses Licht annehmen, die dieses Licht weiter scheinen lassen die selbst zu einem Licht werden. Und diese Menschen, die zu einem Licht werden, die schließen sich zusammen und sie scheinen gemeinsam heller als ein Leuchtturm und sie leiten die Umma und sie leiten die Gemeinschaft in eine bestimmte gute Richtung. Diese Lichter sind ungemein wichtig für unsere Umma. Du solltest auch so ein Licht sein. Du solltest auch das Licht entweder selbst entfachen oder von jemand anderen annehmen. Und dann gemeinsam mit diesen anderen Menschen des Lichts gemeinsam scheinen und das Gute verbreiten. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, das Wissen verbreiten und alles, was die Umma braucht, alles, was die Gemeinschaft braucht, dass diese Menschen des Lichts genau das gibt, was die Umma braucht. Und gemeinsam können wir als Menschen des Lichts sehr viel Gutes bewirken. Gemeinsam können wir noch viel, viel mehr erreichen als nur allein. Und von den Menschen, die auf der Schattenseite stehen wollen, die Menschen, die im Schatten sein wollen und neidisch sein wollen und Kleingeister sein wollen, sollten wir uns nicht beirren lassen. Unsere Energie, unsere Mühen, unsere Liebesmühe sollte dahin fließen, wo Nutzen ist. Und das fängt damit an, dass auch unsere Gedanken da sind, wo der Nutzen ist. Das heißt, wir sollten gar nicht über die Schattenleute nachdenken, wir sollten gar nicht davon zu sehr traurig werden, denn auch der Prophet Muhammad, er wurde traurig wegen dem Unglauben der anderen Menschen und daraufhin hat Allah subhanahu wa einen Vers offenbart, dass er nicht traurig sein soll über den Unglauben der anderen Menschen. Wir sollten unsere Energie damit nicht verschwenden, über die Schattenleute nachzudenken, sondern wir sollten uns einfach mit den Menschen des Lichts zusammentun. Und das Gute versuchen zu erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Taufir und die Möglichkeit geben und die Rechtleitung geben, dass wir das erreichen können, dass wir ein Licht sind in dieser Umma, dass wir Licht ausstrahlen können und dass wir uns nicht von den Menschen, die im Schatten stehen wollen, dass wir uns nicht von diesen abhalten lassen von dem Guten. آمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.